Zweite Ursache, weshalb kleine Sünden zu großen heranwachsen, das ist, wenn man sie gering schätzt. Wenn du Kleinigkeiten, also du tust diese Sünden, betrachtest sie als Kleinigkeiten, als etwas, was man nicht so auf die schwere Schulter nehmen sollte. Etwas, worum man sich nicht unbedingt große Sorgen machen sollte. Das nennt man Al-Istisrar, also Kleinschätzen dieser Sünden, das macht sie auch zu großen Sünden. Und auch umgekehrt, wenn der Mensch eine Sünde praktiziert und sie als etwas Schweres, Unakzeptables betrachtet, sie als etwas Schwerwiegendes sieht, werden sie zu kleinen Sünden bei Allah Ta'ala. Und daher sagt Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an, er sagte, der Mu'min sieht seine Sünden wie ein Berg, der über ihn schwebt, der jederzeit auf ihn niederstürzen kann. Er hat diese Furcht. Wobei der Munafiq, das ist der Heuchler, der sieht seine Sünden, egal wie groß sie sind, wie eine kleine Fliege, die ihn belästigt und die er mit einer Handbewegung fortjagt. Eine Sünde wird nämlich deswegen groß in deinem Herzen, also du erachtest sie als etwas Gewaltiges, Schweres, etwas, was man nicht mit Leichtfertigkeit annehmen darf, wenn du entsprechend der Verherrlichung Allah Ta'alas, die du in deinem Herzen hast, entsprechend der Glorie, die du für ihn in deinem Herzen trägst. Deswegen sagte einer der Salaf, Bilal ibn Sa'ad, er sagt, schau nicht auf die Winzigkeit der Sünde, aber schau darauf, wem du ungehorsam bist. Auch in einem Hadith von Anas, der bei Bukhari überliefert wird, er sagte, innakum la ta'malun a'malan, ihr begeht Taten, die für euch feiner sind oder winziger sind als ein Herrchen. Wir in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam erachteten sie als zerstörerische, ruinöse Taten.